Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Time Planning mit Franzi Unboxing. Wir haben wieder Produkte von DIY Choose bekommen. Es wird auch wieder zwei Unboxing-Videos geben. Und genau, alle Produktlinks und Infos, was ihr wissen wollt, poste ich in die Infobox. Ihr könnt mich sonst gerne auch anschreiben. Wir fangen direkt auch mal an. Ich habe hier schon mal drei Produkte hingelegt. Wir fangen mit ihnen hier an. Das sind echt tolle Sachen. Na komm. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. So. Jetzt geht es wieder voll durch die Woche. Also, Moment mal. Fangen wir erstmal an. Ich habe hier zwei Toolkits: einmal mit Tütchen, ein ganz normales Schälchen, Platte Wachs und Stift. Und einmal. Ohne Tütchen. Das gleiche, was halt ohne Tütchen. Einfach. So. Und dann habe ich hier ein wunderschönes Bild. Das ist 80x40. Hat runde Steine. Ich glaube, das gab es nämlich nur mit runde. Und dieses Bild ist einfach mega schön. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier drauf kriege. Ich finde das mega. Ganz kriege ich es nicht drauf, aber ich glaube, man erkennt es trotzdem zum Teil. Das ist ein wunderschönes Bild. Es hat zwar gar keinen Sinn mit ihm und dem Fisch, aber ich fand das so schön. Keine Ahnung. Das hat mir so mega schön gefallen. Das hat doch total was. Ein wunderschönes Bild. Also das ist wirklich wunderschön. Das ist dann auch so ein Bild, was ich aufhängen würde. Ich zeige euch die Leinwand. Also bei DIY Choose hatte ich auch noch nie Probleme mit der Leinwand gehabt oder sonstigen. Sieht immer perfekt. Das sieht ihr ja auch. Und hier ist jetzt halt noch mit der Folie drüber, aber ihr seht ja schon da. Die ist scharf. Also gegen der kann man nichts sagen. Da habe ich, wie gesagt, wirklich noch nie Probleme gehabt. Oh, wie schön das ist, oder? Jetzt mal rangezoomt, dass ich dir so alle Sachen mal. Aber ich finde das mega hübsch. Wirklich. Also das ist sowas. Das gefällt mir mega. Und ich habe natürlich auch viele blaue Farben. Logisch, bei so einem blauen Bild. Echt viele Farben. Das ist krasse Grün, ne? Das ist Wahnsinn. Also das ist echt ein wunderschönes Blau. Also das hat mir ja von Anfang an so gefallen. Das hat auch irgendwas. Und das ist so scharf, gestochen scharf. Also 80x40 ist auch eine Größe, ne? Kleiner dürfte es auch nicht sein. Also ich finde das echt wunderschön. Wunderschönes Bild. Ihr könnt wieder gerne komplett durchschauen und sagen, welches Bild euch am besten gefallen hat oder welches Produkt euch am besten gefallen hat. Das interessiert mich natürlich auch. Weil jeder hat ja immer einen anderen Geschmack. Und ist auch gut, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Also. Dann haben wir das zweite Bild. Das zweite Produkt. So. So eingepackt. Okay, hier haben wir ein ganz anderes Toolkit. Hier haben wir ein weißes Schälchen, eine große Platte Wachs, so ein Stift mit so einem, wie heißen die immer? Ach Gott, ich weiß nicht, wie die mal heißen. Schaumstoffgriff, dann ein Dreieraufsetzer und ein, ich glaube, ein Zehneraufsetzer und eine Pinzette. So eine, ja, so eine, die mag ich, die sind aber zwei so Platten Wachs. Guckt. Diese Pinzetten mag ich überhaupt nie, aber ist ja egal. Wir haben hier eckige Steine. Dieses Bild ist, wie groß bist du? 50x40. Und das ist auch mega cool. Kennt ihr ihn? Achso, das andere Bild, wartet mal. Das habe ich euch vergessen zu sagen. Das hat 24 Farben. Boah, bleibt da eigentlich mal stehen hier. Dieses Bild hat 45 Farben. Ist der nicht cool?
Mit Mickey Mouse cool. Keine Ahnung. Ich mag normalerweise so Bilder eigentlich nicht so ganz, aber ich finde das irgendwie voll cool. Das hat doch was. So mit diesen Außenrum da. Was meint ihr? Das ist doch auch voll cool. Ich feiere das. Das ist echt mega. Und für 50er, 40er kennt man es eigentlich auch richtig gut. Hier wird es echt ein Haufen Konfetti sein. Ich meine, es sind ja auch 45 Farben für 50 mal 40. Hm? Da haben wir ein bisschen was zu tun. Aber nun gut. Auch hier ist die Leinwand gut. Aber ist halt auch mal komplett was anders. Oh, hier kennt man sich den schon, oder? Ja. Leinwand ist auch hier gut. Hier ist halt noch die Folie drauf, das kann spiegeln. Aber das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ist doch mega, oder? Ha, mit den ganzen. Ha, dieses rote Männchen, das sehe ich gerade jetzt erst. Was ist das? Das ist Kronk. Das ist Kronk. Aber ich finde das voll hübsch. Ach ja, und hier unten haben wir noch einen Dinosaurier. Das ist schon mega. Also das finde ich echt cool. Es hat irgendwas. Also könnt ihr mir echt mal gerne in die Kommentare schreiben, welches euch am besten gefallen hat. Und hier, was hier mir auch gefällt, ist es, wir haben es in Zipptütchen. Heißt, man könnte direkt so rauspainten. Das finde ich immer mega klasse. Denn jeder, wer mich kennt, weiß, dass ich Sortieren einordnen total hasse. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Es gibt ja welche, die machen das total gerne. Ich nicht. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die es gerne macht. Deswegen bevorzuge ich auch immer so Zipptütchen. Aber es sind auch mega schöne Farben. Finde ich recht schön, doch. Das ist auch ein richtig schönes Bild. Mal komplett was anders. Ja. Na, komm schon. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt in diesem Video. Wo habe ich das jetzt hin? Voll versteckt unter die Verpackungen. Haben wir das? Ich lasse es direkt so rangezoomt, weil ich finde, das ist jetzt auch was Kleines. Da hatte ich mir noch Stickers ausgesucht. Die sind voll süß. Die sind mega süß. Ich mache die mal auf. Es wird, wie gesagt, Teil 2 geben, weil es einfach zu viel ist. Wow. Ich will hier alles schon weg. Das haben sie echt schön gemacht. Das ist schön so verpackt. Kann man ja wieder schön reinmachen. Also das finde ich cool. So eine Papierverpackung. Das ist cool. So, wir haben dann wunderschöne Bilder. Einmal so eine kleine Eistüte. Einen kleinen Lolli. Und da sind halt immer noch andere Dinge auch noch dabei. So ganz kleine Stickers. Durch die an, wie süß ist das denn bitte? Oder die hier. Das Wurf hier drauf ist auch nicht so süß. Oder die hier, guckt euch die an, oh, wie süß. Bitte, wie süß ist das? Und dann noch Krönchen und ein paar Bonbons und sowas. Das ist echt mega niedlich. Auch hier haben wir ein Toolkit, ein ganz normales, ein Stift und ein Schälchen. Und dann haben wir auch die Steine. Aber wir haben hier nur insgesamt 5 Packungen. Es ist ja nicht jetzt so extrem bunt, aber guckt euch die mal an. Das ist so ein süßes, das und das. Und dann finde ich die halt auch süß mit einem Lutscher und mit diesem Eis, Krönchen. Oh bitte, wie süß ist das? Die ist so süß und das. Wow. Sogar süß. Dann haben wir auch die Steinchen dafür. Das ist jetzt nicht viele Farben, sind nicht viele Farben. Aber es sind ja auch jetzt halt nicht so extreme Sachen, aber mal ehrlich. Welches findet ihr von den am süßesten von den 6? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Ich bin halt bei 3, 5 und 6. Und dann esst ihr dann 3, aber die 3 sind mega süß. Mega. Echt mega süß. Ich finde auch, die Verpackung ist eigentlich richtig schön gemacht.
Nicht so in Plastik, sondern echt in so schönes Papier. Da könnt ihr das dann auch eigentlich schön reinpacken und schön verschenken. So. Finde ich eigentlich mega hübsch. Die ist so süß. Genau, und das war's eigentlich. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, findet ihr das erste Bild schön? Das, dieses Verrückte ein bisschen. Das zweite mit Minimaus. Oder die Stickers. Und von den Stickers, wenn ihr Sticker schön findet, 1 oder 6. Könnt ihr mir gerne das alles mal in die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren, weil jeder einfach einen anderen Geschmack hat. Das ist einfach so. Genau. Wie gesagt, bei mir ist das Lieblingsbild wirklich dieses hier. Also dieses große hier. Mit dem Fisch. Das finde ich echt mega hübsch. Das gefällt mir wirklich gut. Genau, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen. Über jeden neuen Kommentar und Abonnenten auch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.